Na gut, dann schauen wir uns mal hier bei der Scheune uns mal um. Wo muss ich hingehen? Die Karte. Ich habe in dem Haus eine alte Karte gefunden. Das ist nicht irgendeine beliebige Karte. Sie zeigt das Haus, aber auch andere Bereiche. Vielleicht bin ich verrückt, aber ich glaube, dass dies eine magische Karte ist. Ich habe das Gefühl, dass sie mich ruft, mir mitteilt, wohin ich gehen soll. Jep, das wollte ich nicht. Moment. Ah, jetzt erfahren wir auch ein paar nützliche Informationen über den Kobold. Kobold, eine seltsame, pelzige, freche Kreatur, die gerne allerlei Dinge sammelt. Er liebt Eier und nagelneue Kleidung. Okay. Und da oben ist noch eine Fee. Die habe ich nämlich gerade auch noch gesehen. Und da haben wir eine Sprosse, ein leerer Eimer. Und im Eimer ist ein Brett drin, also war er nicht ganz so leer. Ich frage mich, ob das Landleben etwas für mich wäre. Also für mich schon mal nicht. Das weiß ich nämlich jetzt schon. Ach so, okay, da muss ich hier die Einzelteile finden. Ja. Das wird doch hoffentlich nicht so schwer. Hoffe ich doch mal. Aber die Musik hört sich gut an, auf jeden Fall. Die hat was. Und da haben wir alle Teile. Ein Hammer und ein Holzrad. Gut. Da ist eine Krähe, die es abgehauen ist, auch gut. Aha, da geht's zu einem Schaf. Tatsache. Da haben wir jetzt alle Bretter oder beziehungsweise Sprossen. Der schwere Deckel ist fest verschlossen, aber nicht, wenn wir den Hammer benutzen. Man sollte sich schon genau vorbereiten, wenn man in ein Gebäude einbricht. Finde 8 Nägel. Okay. Also wir können auch hier wieder interagieren. Okay. Auch so schwer ist es ja auch wieder nicht. So, es fehlt nur noch ein Nagel. Ach, der da oben war. Alles klar. Ein Futterhaken für Futter. Es sitzt auch etwas. Mit Rücken komme ich hier wohl nicht weit. Lachendes Schaf. Bringe das Schaf 5-mal zum Blöken. Kann ich das auch ärgern? Tatsache. Fiesling. Pieke das Schaf 5-mal mit dem Messer an. 5-mal, okay. 2. 3. 4. 5. Habe ich gemacht. Ich weiß, das ist gemein. Okay, dann setzen wir hier mal die Sprossen ein, die Nägel und dann auch den Hammer. So, dann geht's hier oben weiter. Okay, mit dem Hammer. So, und dann brauchen wir natürlich erstmal. Au, da kletter ich bestimmt nicht hindurch. Weil da auch noch Glasscherben haben. Deswegen. Ah, da oben ist noch eine Fee. Oh Gott, meine hätte ich die übersehen. Okay. Jetzt gehen wir aber da rein. So, erstmal gucken, ob hier irgendwo wieder eine Fee ist. Also hier sehe ich momentan keine. Doch, da. Okay, gut. Ich frage mich, ob man in einem Heuhaufen wirklich eine Nadel findet. Ein leerer Platz für ein Spinnrad. Ja. Da kann ich doch schon mal das Holzrad benutzen, oder nicht? Ja.
Wow, ich habe noch nie einen Spinnrad benutzt. Mit der Kardierbürste wird Wolle kardiert, um feine Wolle zu erhalten. Ah, okay. Also dürfen wir das alles hier machen. Ich frage mich, ob man in einem... Achso, ja, das habe ich ja schon gerade vorgelesen. Ja, dann wollen wir mal. Da ist auch noch eine Fee. Da können wir den Hocker mitnehmen. Sonst noch irgendwie was? Ein Webstuhl. Damit kann ich gar nicht zu Stoff weben. Gut. Abgeschlossen. Vielleicht befindet sich der Schlüssel hier irgendwo. Ja, irgendwo ist gut. Funktioniert dieser Wasserhahn überhaupt? Das Ventil ist locker. Kein Wunder, dass das Wasser so herausspritzt. Da haben wir Seife. Kann ich aber was mit dem Messer machen? Nö. Oder hier mit dem Krug? Nö. Tja. Ach Gott, da hängt ja noch ein Schraubenschlüssel. Ja. Okay. Ich glaube, das war's erstmal. Ein Nest. Das sieht wie ein Vogelnest aus. Aber ich komme nicht heran. Da benutzt doch den Hocker. Verfaulte Eier möchte ich nicht in meiner Tasche herumtragen. Aha. Ja. Na, sonst kann ich hier erstmal nichts machen, ne? Nö. Ich brauche Seifenwasser, um diesen Eimer richtig nutzen zu können. Ja. Ach, ich kann auch wieder zurück. Okay. Oh Gott. Ich brauche Wasser. Ich sollte mich zuerst um den Eindringling im Obergeschoss kümmern. Okay, also wir können da erstmal nicht rein, weil da so ein violetter Nebel jetzt erschienen ist. Aber ich brauche trotzdem Wasser. Hallo, wo finde ich Wasser? Ja, du bist hungrig. Ich weiß. Naja. Gehe ich erstmal wieder zurück zur Scheune. Aber kann doch nicht sein. Ich brauche Wasser. Oder ist noch im Krug Wasser drin? Ich probiere das einfach mal aus. Nein. Ah, ich weiß es wie. Ich habe ja jetzt einen Schraubenschlüssel bekommen. Da kann ich ja bestimmt hier das Ventilrad reparieren dadurch. Ich probiere das einfach mal aus. Oder beziehungsweise den Wasserhahn, genau. Ja. Sehr gut. Ah, und jetzt spritzt es auch nicht mehr so. Sehr gut. Ja, okay. Jetzt haben wir wieder Wasser. Sehr gut. Sehr gut. Gefüllter Krug. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Eimer. Befüllen ihn mit Wasser. Dann tun wir die Seife rein. Jetzt brauche ich nur noch etwas, was ich waschen kann. Ja, toll. Ja, und nun? Hier die Eier, aber irgendwie will das Spiel es nicht so. Ach, hier ist jetzt auch noch eine Heugabel, okay.
Es klingt hohl, wenn ich darauf klopfe. Ja, du benutzt das Messer. Und da ist ein Autoschlüssel. Gut, dann öffnen wir mal das Auto. Da ist eine Schere und da ist ein Korb. Oh ja, das war es dann hier auch schon. Okay. Und den Korb brauchen wir hier für die Eier bestimmt, ne? Jawohl. Verfaulte Eier. Ich muss dies in eine Art Behälter geben. Nee, so leider nicht. Können wir die Schere benutzen dafür? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Die Eier, die können wir aber nicht zufälligerweise hier waschen, oder? Nee. Wäre auch zu lustig gewesen, wenn wir es könnten. Wo soll ich denn jetzt mit den... Ach, ja doch. Aber ist der Kobold verfaulte Eier? Also ich würde es ja nicht essen. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht gibt er uns dann was. Schauen wir mal. Tatsache. Bah! Gra, Rave, Eier. Mia. Mia, Mia. Gabak. Nagra. Kleidung. Hahaha. Ah, es wäre Kleidung von uns. Und wir bekommen aber von ihm einen Gehstock. Okay. Können wir den Gehstock hier benutzen? Tatsache. Geil. Und können jetzt zum Dachboden hinaufklettern. Und da ist noch eine Fee. Sehr schön.